habe jeden Knochen gebrochen. Sie zersplittert. Effizient. Oh, Appetit, Mord, Mord, Mosse. Hier kommt das Sahne, besiegt mit deine Anorexie. Gefühle ummantelt mit Maden als Pik. Meine Anthologie auf dem Tafelservice. Ich hab dich formbar gemacht. Dich gehäutet. Zügel ich die Virtuosität in meiner Psychotropen, schreibe nicht, dann kann sie dich für lange Zeit mit Intrusionen peinigen. Doch heute hat sie Freigang, befällt dich für Beifall und imprägniert dir in der Stirn ein brennendes Keinsmal. Die gottgleichen Lines meiner hereditären Hybris prägen meine pathologische Serie. Täter, Psyche, Gedanken, Blitze befeuern und stärken die Meningitis. Doch sobald ich sie in Worte fass, werde ich alexithymisch. Ich geh dir unter die Haut, ich hab den Fibrosarkom. Es braucht nur eine Extended Player Inkubationszeit. Keiner kann sagen, dass ich nicht weiß, was ich mache. Ich bin ein Meister der Sprache seit über einer Dekade. Der Dresscode ist Navy, blauer Sakko, Seidenkrawatte. Ray-Ban-Brille, Bugatti-Schuhe, gescheitelte Haare. Ich mach aus insomnischen Nachtängsten luzide Träume und gönne mir am Tag ein paar Ämtern Kruzifixbräune. Sadistischer Untergrundmusikus. Jetzt leiht mir eure Ohren wie den Mumen aus dem Buckelsumpf. Denn ich werd zwar nicht im Radio gespielt, doch gib den arrhythmischen Takt für deine Kardiografie. Bon Appetit, Mo-Mo-Moschee. Hier kommt das Sahne-Baiser für deine Anorexie. Gefühle umwandelt mit Maden als Peak. Meine Anthologie auf dem Tafelservice. Gurgel mit Messwein, noch bis zum Rechrein. Ich bin der Wiederwortan, umjubelter Fressfein. Mein lyrisches Mal ist der Aperitif für deine psychosomatische Agenesie. Meine Strophen wie Perfenazin knallen, sind die Äquivalent zu Medikationen in Nervenheilanstalten. Kritik kommt aus den Logen eines Ärztekreisverbandes, der mir Indoktrination selbstmordgefährdeter anlastet. Denn setz ich erstmal an zum zerebralen Angriff, mach ich aus den Rezipienten hier den Pferdefleisch-Lasagne. Also besser geh den Sperrbereich verrammeln, anstatt nutzlose Bedrohungen formieren, Gebärdensprache zu stammeln. Wieg meine Worte in Gold und trag die Schmerzen per Feinunze. Ich berühre nicht durch, reiße hässliche Fleischwunden, resistent gegen jede ärztliche Heilkunde. Hinterlasse abgenackte Menschen, Gebeinfunde. Sie wie sich nach Staats von befreiten Bundesagenten an meinen Tatorten meistens Kunsthändler treffen. Ich werde nie mein Abnorm gefeites Muster verändern. Das Kindeslex im Marmorstein an den Brunnen verendet. Doch was soll's, ey, ich schloss nur sofort Tiefgründigkeit. Meine Nastes reicht hinab bis in den siebenden Kreis. Vor meiner Krönung protestiert.